Heute zeige ich euch weitere Figuren aus der Star Wars Saga Collection von 2002, der Phase 1. Hier der Hauptschwerpunkt natürlich auf Episode 2 Figuren, die keine eigene Line bekamen, sondern lediglich eben in der Star Wars Saga Collection erschienen sind. Die erste Figur ist Captain Typhoo. Und zwar Senatorin Amidalas Security Schutzbefohlener, der hier in seinem ersten Akt-Outfit kommt, und zwar in der Naboo-Piloten-Outfit, welches eben 10 Jahre nach Episode 1 spielt. Bevor wir zu der ersten Figur kommen, noch kurz erwähnt, es gab Variationen bei den Verpackungen, die einmal hier so ein Papp-Hintergrundbild, also jetzt halt nicht dieses bei der Figur, sondern allgemein dabei hatten, und andere eben hatten dies weggelassen. Das ist nur so vorab, und es gibt auch einige Variationen wieder zu den Figuren. So, nun kommen wir aber zu Captain Typhoo. Eine sehr schöne Interpretation des Pilotenoutfits. Das hier tun wir mal kurz weg. Wir haben hier von den Bewegungspunkten hier einen mehr. Eben haben wir gesehen im Ellenbogengelenk, Beine, Hüfte, der Kopf. Und wir haben gerade gesehen, die Waffe konnte hier zurück. Die dabei ist, die auch mehrmals angemalt ist, hat hier einen kleinen Pinöckel und hier am Gürtel eben ein kleines Loch. Und so kann man die Waffe eben an den Gurt befestigen, hat kein separates Holster, aber ich finde es trotzdem schön, die Idee. Und wir haben hier noch einen kleinen Comlink angedeutet. Und der Unterschied zu den Helmen von Episode 1 ist hier eben dieser geschlossene Sauerstofftank, sage ich jetzt mal, oder Sauerstoffanschluss, und der Kopf konnte dann, der Helm konnte abgenommen werden, und zeigt hier eben Captain Typhoos Gesicht mit der Augenklappe, und finde es eigentlich schön getroffen, muss ich sagen. Kurz vielleicht noch zur Waffe. Wie schon im ersten Video erwähnt, haben diese Figuren einiges an Special Effects bekommen. Und zwar, er hat hier einen kleinen grünen Eiszapfen, Laserzapfen, der hier an der Waffe, man sieht hier nochmal so einen kleinen Fortsatz vorne, eben aufgesteckt werden kann. Und somit eben einen Blasterschuss darstellt. Ja, das ist eines der Zusätze, die sie halt hier bei den Episode 2 Figuren ausprobiert haben. Ist eigentlich eine nette Idee, aber das Material ist teilweise, ja, das geht eigentlich. Aber das sehen wir dann bei der nächsten Figur, was ich meine. Ja, also schöne Figur, finde ich. Als nächstes haben wir hier Shaak-T. Auch sie ist eine Jedi-Ritterin, die in Geonosis mehr oder weniger zum ersten Mal in Aktion mit dem Lichtschwert trat. Und diese Figur ist halt eben ausgestattet mit, sage ich jetzt mal, Special Effects. Also was das Lichtschwert hier betrifft, mit diesem roten Teil dran. So, Shaak-T hier. Shaak-T ist eine Jedi-Ritterin, die im Jedi-Meisterin eigentlich, die im Jedi-Rat sitzt. Die hat hier mehr, ähnelt es hier einer Statuette als einer Actionfigur. Sie kommt in einer Pose, die eben in der Aktion eingefroren ist. Man sieht hier diese aufgewölbten Gewänder, welche auch sehr steif sind. Wir haben hier an den Beinen keinerlei Bewegungspunkte. Auch die Hüfte ist sehr schwer, beziehungsweise geht nicht. Und die Arme sind auch hier eingefroren, ebenso wie die Lekus am Kopfe. Aber trotzdem sehr schön gestaltet.
Also für Diorama und sowas ist es klasse. Man sieht, dass die Hände geformt sind, dass sie das Lichtschwert in zwei Händen halten kann. Haben wir ja gerade gesehen. Und hier diese Lichtschwerter sind eben auch dieser Zusatz, was ich vorhin gemeint habe, mit dem Blasterschüssen eben die Neuerung, dass man die Lichtschwerter aus- und einstecken kann. Und im letzten Video habe ich schon gezeigt, dass sie sehr leicht abbrechen. Auch eine Neuerung der Lichtschwerter ist hier unten dieses Ausfahrteil, wo sie halt dann irgendwie stärker brennt. Und im Gegensatz zu den Blasterschüssen ist hier ein Abwehrblaster am Lichtschwert, da man einfach hier einklipsen konnte oder draufstecken konnte. Und dieses Material ist sehr steif und ein anderen Teil von diesem ist mir das eben abgebrochen, so dass man es nicht mehr richtig aufs Lichtschwert bringt. Ja, nette Idee, wie gesagt, Spielwert für die Kinder jetzt hat hier bei diesen Figuren, bei dieser Figur jetzt nicht so, aber Diorama hinstellen, ja, taugt's. Jetzt vielleicht das Gesicht noch ein bisschen gezeigt, also von den Bemalungen her wirklich schön und man sieht auch hier die Fingernägel separat angemalt, ja. Und hier haben wir wieder einen Battle-Droiden, der etwas Phase 2 mäßig abgewandelt wurde. Ja, einfach zum Droid-Building bzw. zum Army-Building. Ja, und eher hier wieder eigentlich eine eher langweiligere Figur, sage ich jetzt mal. Also gab es schon. Kein neuer Charakter, aber neu gestaltet worden. Auch hier, wir haben hier neben den Kampfspuren des Battle Droiden die typischen Bewegungspunkte wieder. Also wir haben hier die Beine sind fest, die Arme, welche aber hier in den Ellenbeugen nochmal separat zum Bewegen sind. Und dieser Arm wurde eigentlich hier ein bisschen schräg gestaltet und diese Hand hier anders, damit sie, wie wir gerade gesehen haben, die Waffe in beiden Händen, also so als Marschierungswaffenhalterung hereinkommt. Und hier haben wir auch wieder so einen Blasterstoß, der aus der Waffe aufgesteckt werden kann. Oder hier wurde ein Pinökel angepasst, so ein Blasterbeschuss hier drauf gesteckt wird, um Battle Damage zu erzeugen, ebenso wie diese abnehmbaren blauen Blitze, welche eher so einen Ausfall, Kurzschluss zeigen, um die Figur ein bisschen zu brutzeln. Wir haben auch hier wieder den typischen Rucksack, in dem die Waffe hier eingesteckt wird und so dann auch als Episode 1 Figur genutzt werden kann. Der Kopf steckt auf einen Bolton, sehr schnell zum Verlieren gedacht. Auch hier kann man ein bisschen bewegen. Und hier sind noch ein paar Glasnudeln dran, der Kopf war nämlich festgezurrt. Aber sonst hier hinten auch wieder ein paar Details gezeigt. Ja, und bei dieser Figur gab es dann eine Variation nämlich. Und zwar einer, der etwas Episode 2 lastiger eben ausschaut. Nämlich dieser hier, die Roden. Die sind dann eher auf Episode 2 getrimmt und dieser eher auf Episode 1. Und ein weiterer Jedi-Ritter hat seinen Weg in die Figuren gefunden. Und das war eigentlich schwerpunktmäßig, denke ich, von Episode 2 geplant, endlich mal mehr Jedi-Ritter zu bekommen. Auch in Kampfsituationen zu sehen. Und zum zweiten eben die Klone. Wobei hier mehr auf die, bei den Figuren mehr Jedi-Ritter kamen. Dies hier ist Plo Koon als Arena-Battle Jedi. Wir machen weiter mit Plo Koon, ein Jedi-Ritter.
Jedi-Ritter gehen immer und ein Alien und Aliens gehen auch immer. Finde ich sehr schön, aber auch hier wieder, ähnlich wie bei Shaak-Ti, ein Arena-Konflikt. Jedi. Und als die Figuren herauskamen, gab es ja den Film noch nicht im Kino. Und viele der Jedi-Ritter hatten hier so ein komisches Teil mit zugepackt, einfach wegen Spielwert. So ein Abwehr oder was auch, oder Machtstoß sollte das sein, konnte man abnehmen. Und ich habe damals gedacht, oh, hoffentlich machen sie das so nicht im Film, weil bei anderen Figuren gab es noch extremere. Das zeige ich euch dann bei anderen Figuren, dann, die dann kommen, sage ich es nochmal. Aber von der Idee her nicht schlecht. Man konnte eben, wie wir gerade gesehen haben, in diese Hand anhand des Stiftes über die Hand geben. Und auch von den Bewegungspunkten hier sind es mehr. Wir haben das Lichtschwert wieder. Welches auch hier sehr schnell rausrutscht. Und auch schnell abbricht. Aber mehrmals bemalt eben. Ja, finde ich schön. Und auch hier wieder von den Bewegungen nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man sie auch in dieser Hand geben kann. Ja, könnte man. Auch das Lichtschwert, also geht einigermaßen. Ja, wir haben hier wieder diese eingefrorene Bewegung in der Aktion. Und auch hier wieder interessant, wir haben ein kleines Loch am Gürtel, aber keinen Pinöckel hier am Lichtschwert. Wahrscheinlich schon vorgeplant für andere Figuren rein, dann, der, den man das dann machen konnte. Es war auch kein zusätzliches Grifflichtschwert wie bei späteren Figuren dann beigepackt, um eben den Effekt zu erzeugen, dass er seinen Rücken am Gürtel tragen kann und eben eins in der Hand oder so. Ja, ansonsten die Figur vom Aussehen her, wir haben hier die Fingernägel oder Krallen, Klauen bzw. Übersätze, wir haben seine Maske gut detailliert. Auch von der Bemalung und vom Sculpting her klasse gemacht. Und ja, über die Klamotten bzw. über die Posen lässt sich streiten. Aber hey, neue Alien bzw. neue Auflage eines Alien und Jedi in Aktion. Und hier sehen wir einen weiteren Jango Fett, der hier erstmalig in der Saga Collection, Star Wars Saga Collection erschien. Vorher gab es ihn ja nur als Sneak Preview Figur und er wurde halt hier überarbeitet und ja, etwas mehr actionreicher gestaltet. Dieser hier stammt aus der Kamino Escape Szene. Ja, kommen wir als nächstes zu Jango Fett, den Vater von Boba Fett eben. Und er hier in typischen Kamino bzw. in seiner Rüstung des Kamino Escape, daher eben dieser Jetpack. Und er hat ein paar Features bekommen. Wir haben ihn ja schon in der Power of the Jedi Line als Sneak Preview Figur und dieser hier hat ein paar Updates bekommen. Zum ersten seine beiden Waffen. Also es gibt zwei davon, der andere steckt hier drin. Konnte man hier in den Holster versenken. Und zum zweiten hatte er hier noch neben den Bewegungspunkten und den Armen auch noch so eine Art Zipline. Und hier ein bisschen verstaut. Und ausfahren kann hier hinten mit einem Knoten, um dann ja, ein paar Figürchen wegzusippen. Obi-Wan habe ich jetzt nicht hier. Nehmen wir mal den da. Ja, also so eben gedacht. Gut, es stört dann natürlich ein bisschen, wenn man, Entschuldigung, wenn man dann die Leine hier hinten irgendwo dran hat, aber ja, fliegen tut er damit auch nicht so besonders. So, die Bewegungspunkte kurz. Wir haben da nämlich die Ellenbögen. Somit kann man ihn ein bisschen cooler schießen lassen. Alter. Puh.
ja, auch er sieht er hier in einer Pose eingefroren, ähnlich schon wie die Sneak Preview Figur. Als nächstes haben wir dann aber den abnehmbaren Helm bekommen, der hier das typische Klongesicht zeigt, etwas hier bebartet, also nicht bebartet so im Sinne von lalalala, sondern hier mit ein paar Dreitagesbarthärchen dran und hier oben sogar eine Narbe. Also hier der Dreitagesbart und ja, hier auch nochmal eine Narbe angedeutet. Sehr schön Details. Der Helm selber, das Visor ist jetzt fest integriert. Bei späteren Versionen dann kann das Visor bewegt werden. Und das Jetpack, wir haben hier, ich weiß jetzt nicht, ob das Original Jetpack ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ich zeige es trotzdem mal. Wir haben, können hier die Düsen bewegen. Und wir haben hier oben eine herausnehmbare kleine Rakete und beigepackt eben hier eine Abschussmechanismus-Rakete, die hier hineingeschoben wird und unten ja, der Druck hinausfliegt. Ja, Jetpack ist auch normalerweise abnehmbar. Hier hinten mit einem Loch. Sehen, so sieht man noch ein bisschen von der Rüstung und von hinten. Ja, wie gesagt, für Dioramabauer, die in Aktion die Figuren hinstellen, vielleicht nicht schlecht, aber ach, redet man nicht mehr drüber. Wir haben im letzten Video C3PO gesehen und dann darf natürlich R2D2 auch nicht fehlen. Auch er hat ein kleines Update bekommen. Zur Episode 1 bzw. zur Power of the Force Version. Und dieser hier ist eben aus Coruscant. So, als nächstes kämen wir zur R2D2. Als erstes vielleicht hier diese kleinen Tausendfüßer ähnlichen Mordinsekten, die hier beigepackt wurden. Die Königin Amidala, Senatorin Amidala meine ich, killen sollen im Schlaf. Davon wurden zwei Stück, wie im Film, auch beigepackt, die identisch sind. Und R2D2 wurde ein bisschen elektrisiert, sage ich jetzt mal dazu. Wir haben hier hinten, man sieht hier wieder dieses vergilbte Weißmacher-Problem, aber es ist hier hinten schlimmer als vorne. Und wir haben hier bewegliches Bein hier und die Beine sind beweglich und hier gibt es auch wieder einen Unterschied. Wir haben einmal die Version, die ich hier habe und dann gibt es noch eine, auf dem hier die Beine angebracht sind. Also schaut ein bisschen klobiger aus. Ich habe diese hier. Und der Kopf ist nicht beweglich und hier oben ist auch ein Loch und dieser Lüftungsschacht hier, probieren wir mal kurz, da ist als Knopf gedacht. Und zwar ist es ja also Security, also wo sie ihn einprogrammiert haben, um zu warnen. Und hier haben wir gerade den Sound des Alarms. Ja, also Batterie ist glaube ich noch original drin. Und die Figur ist jetzt auch schon 20 Jahre alt. Hier eine weitere interessante Figur, ein Alien. Aliens gehen immer. Und zwar handelt es sich hier um einen Geonosian Warrior. Einer von vielen oder der erste, den es gab. Auch eine sehr interessante Figur. Natürlich steht sie hier etwas komisch da, aber okay. Neue Aliens, neues Glück. Wir haben hier einen Geonosian Warrior, der durch seine Pose irgendwie ja, komisch steht. Ja, so vielleicht. Aber nichtsdestotrotz gut aussieht. Er hat hier einen Stab, einen Speer, welcher hier mit einem Elektro-Stuff, was auch immer, umschlungen ist. Das kann man abnehmen. Ist halt
ja, einfach noch bei jeder zweiten Figur war sowas dabei. Musste ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ja, es war halt das Dritte, was bei jeder Figur dann dabei war. Die Flügel hier hinten sind nochmal separates Gelenk, so dass sie Flugmodus dann noch bringen. Ja, toll gemacht, trotz allem, also sehr detailreich mit all den Chitinpanzerteilen und Farben. Wie gesagt, die Beine sind jetzt halt starr und aber geht. Und als letztes sehen wir wieder ein Alien, eine größere, stärkere Figur von Hasbro. Und zwar handelt es sich hier um Dexter Jetster, der Chef des gleichnamigen, ja, Diner auf Coruscant, nämlich Dex Diner. Und als letztes haben wir hier Dexter Jetster, welcher auch wieder hier mit ein paar Brutzelteilen kommt. An den Waffen kann man die ranmachen oder wo auch immer hin. Was heißt Waffen? Das ist ja eigentlich Küchenutensilien. Ich mache die auf jeden Fall weg. Das hat hier bloß zum Zeigen kurz gedacht. Ich weiß auch nicht, ob das auch wirklich alle richtigen sind. Aber trotzdem die Messer hier, das Küchenutensilienzeug. Oh, schönes kleines Gimmick. Hier haben wir noch ein anderes, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Originale ist, ob das bloß verschlungen ist, ob es ein anderes ist. Ja. Hier noch so ein Fleischer-Hackbeilmesser. Und als drittes, was auch sehr schnell verloren geht, dieser Kamino Saber Dart, den er von Obi-Wan dann eben bekommt zum Untersuchen. Sehr kleines Teil und wirklich sehr schnell verloren. Das ist die einzige Version. Und Dexter, ich hätte mir noch gewünscht, dass es vielleicht noch eine Jedi-Version von ihm gibt. Beziehungsweise er war ja kein Jedi, aber in den Clone Wars gab es ja General Grell, glaube ich, hieß der. Ein bisschen abgespeckter vielleicht und Doppellichtschwert dann, also das wäre schon schön. Aber zur Figur zurück, von den Bewegungspunkten hier, die Beine und die Schürze. Also ich habe jetzt gerade gelacht, weil er eben diesen Schwabbelbauch hat, also kommt ein bisschen mir ähnlich. Haben hier noch ein kleines Emblem angemalt, diese ganzen Falten, die Beine. Hier noch ein Tattoo. Hier an den Armen Tattoos, an den Fingerknöcheln. Die ist schon echt geil. Die Hand, die Fingernägel sind einzeln bemalt worden. Der Dreckspritzer, die Küchenspritzer auf der Schürze und auf dem Hemd. Und auf der Rückseite haben wir hier den sein Geschirrtuch. Ah, geht nicht. Aber da auch nicht. Naja. Und ja, wenn mehr Bewegungspunkte, dann hätte man vielleicht so machen können, also wie er sich die Hose hochzieht. Hier kurz am Hinterkopf der Zopf mit dem Haargummi und das Gesicht dazu. Also ich finde diese Figur klasse. Ja. Ja, auch nochmal Tattoos. So was für heute. Ach so, und vielleicht noch ganz kurz die Füße noch gezeigt. Die Schlappen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.